zusammen, Hong ist mein Name vom DJI Enterprise Team. Heute wir sind bei Bolun Doyen von Pofle Center in der Nähe von Hamburg. Hinten bei mir momentan ist die Dock 3, unsere neue Dock Station Solutions. Und jetzt ich bin auf einer Rohrlage, die würden die Rohr alles gebogen und dann später in den Tiefbau bringen. Und dann jetzt die brauchen die Dock 3 täglich, um die Vermessung für die Vorschrift zu gucken. Jetzt würden wir Ihnen zeigen, wie das funktioniert und wie ist die genau den Workflow. Das Schöne an der DJI Dock 3 ist, dass sie wirklich sehr leicht eingerichtet werden kann. Natürlich müssen die Komponenten für Windmessung und auch für das RDK separat installiert werden, aber damit fällt der Transport natürlich auch sehr einfach. Dann wird das Ganze noch schön über die Software eingerichtet, es wird auch alles sehr gut erklärt und los geht's. Heute haben wir die Vermesser hier Happenlager angeladen. Und darf ich mal fragen, wie benutzen Ihnen die Dock 3 und was ist die Vorteile? Die Dock 3 haben wir mit in unseren täglichen Workflow implementiert. Wir haben hier eine 24 Kilometer Trassenbaustelle, die von uns speziell jetzt auch mit der Dock 3 fotometrisch beflogen wird. Der Vorteil dabei, der entsteht daraus, dass wir wesentlich größere Flüge mit exerzieren können. Wie wir unsere Mission jetzt auch angelegt haben, fliegen wir mit einer Drohne 2,5 Kilometer. Das können wir mit der normalen manuellen Drohnenbefliegung so nicht gewährleisten. Und wie ist der momentan Ihr Workflow mit dem Dock 3? Der Workflow, der besteht darin, dass wir unsere Route planen, dass die Drohne unsere Trasse befliegt, wir daraus unsere Rohdatenbilder generieren, über unsere DJI Terra Software auswerten zu einem 2D-Orthofoto, das wiederum dann weiterverarbeitet wird für unsere Abrechner. So, jetzt sitze ich hier im Operation Center, habe eben über den Flight Hub 2 die Wegpunkte angelegt, habe alles überprüft und jetzt sind wir hier auch schon in der Flugmission. Wenn man hier jetzt auf den Bildschirm schaut, sieht man auch direkt, wo sich die Drohne befindet, was die Kamera filmt und auch welche Aktionen sie gerade ausführt, weil wir können nämlich hier auch ganz neu den Panorama-Shot machen. Das heißt, wir können den Bereich als Panorama-Bild erfassen oder wir können auch Zoom-Fotos machen, damit wir eben spezielle Details erkennen. Hier fotografieren wir jetzt gerade einen Kran, der zum Stillstand gekommen ist. Und damit kann man das dann auch überprüfen, kann an der Stelle eventuell sogar einen Pinpoint setzen. Wir haben hier in dem Operation Center die optimale Übersicht über die Windstärke, über die Wetterkonditionen, über das, was die Kamera sieht, über die Flugsicht. Ganz wichtig auch das Akkumanagement, dass wir wissen, wie viel Akku hat die Drohne noch, kann sie die Mission noch ausführen. Und notfalls natürlich auch den einfachen Klick auf das Return to Home, damit die Drohne dann ihre Mission stoppt und direkt zurückfliegt.